Hallihallo, hallöle. Eine weitere Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, beim letzten Mal habe ich ja die Infiltration erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt habe ich ja gesagt, dass ich hier dieses Wrack finden will. Also auf geht's. Invertiert, ich hasse es. Wieso gesucht Status? Ja, aber da. Nächster. Das war ein Treffer. Alter. Alter, wie schnell sind die Bubis? Sie nehmen Schaden. Wird hier aufgeräumt. Die haben uns getroffen. Ja. Die haben uns erwischt. Ja. Schild wiederhergestellt. Wir sind getroffen. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir dahin. Schon wieder zurück.
Wo ist denn wieder diese komische Blinkestation? In dem Suchstatus. Denn ich blöde, ja. Was sind diese? Treib mir fort. So. Was ist denn wieder diese Station? Okay, die haben wohl, das ist wohl deren Hilfesignal. Aber ich werde auch eigentlich gar nicht gesucht. Falscher Button? Sorry. Wie immer, ja, das ist wieder diese Konsole, genau. Treibende Fracht. Aber dahin, genau. Was ist das eigentlich? So, ab nach Hause hier. Ab, zurück. Damit wir das jetzt machen können.
Crimson Dawn, Raumschiff-Aktivität freuen. Na guck mal, hier sind die jetzt in der Farbe oder was? Also so, dass die funktionieren scheinbar. Also der war, also ich glaube, ich war kein Gesuchtstatus, aber trotzdem. Dann gehen die da an und dann musst du da wieder hin. Drücke die Landung. Miro war noch Station. Ja, ne? Machen wir Mirogana statt. Obwohl, das stellt sich gerade mir gerade eine ganz gute Frage. War es eigentlich notwendig? Aber ich, ja, doch, ist notwendig. Mir fällt gerade ein, ich kann ja das Steuer so gesehen nicht verlassen, wenn ich am Steuer sitze von dem Raumschiff. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich kann ja... ich kann jetzt ja theoretisch... Brauche nicht überspringen. Die Sekunde macht das jetzt auch nicht mehr. Hier zum Beispiel. So, Vermittler, ne? Lokale. So. Hier haben wir Auftrag von Crimson Dawn, vom Huttenkartell. Danke. Vom Pike-Syndikat. Auftrag durchsuchen. Aufträge von den Pikes. Die Robumba-Pelze eines Händlers wurden bei den Pikes beschlagnahmt. Angefragt wird eine kompetente Person, diese Waren zurückzustehlen. Ja, das mache ich doch mal sofort. Weil. Warum mache ich das? Weil das hilft. Das hilft nämlich. Warum hilft es? Weil ich dann endlich Ruhe habe bei den Pikes, hoffentlich. Und das meinte ich nämlich gerade. Das kannst du ja nicht machen, wenn du am Fliegen bist. Zurück. Das war ein kurzer Ritt nach Hause, so gesehen nach Hause. Aber mir fällt gerade noch was anderes ein. Nee, ich kann also kann nichts machen. Also wenn ihr versteht, was ich meine, ich kann nicht. Wird das da unten drin sein, in dem... Bitte. Was ist denn hier für ein Film? Noch gar nicht so schwimmen. Haltet euch lieber fest! So ist unterwegs. Thank you.
Alter, so schnell kannst du gar, teilweise gar nicht drehen, Alter. Super. Ja. Ja, den noch mal hier. Ich hab's. Der hier. Doch. Das war ein Treffer. Oh, sehr schön. Was ist jetzt endlich? Ich weiß nicht gerade, wo hier noch Sachen sind. Die kann man noch mitnehmen. Nach Hause. Guck mal, Schwellschraubenkampf liegt mir gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Wo ich die Steuerung immer noch nicht hinkriege. Landung einleiten. Jetzt müsste ich ja eigentlich auch ganz locker flockig bei den Pikes ein bisschen bei den Pikes, ne? So ein Auftrag von den Pikes. Also müsste ich ja eigentlich beliebter sein.
aufgesetzt. Richtig. Gegenstände aus der Lieferkiste in dein Schiff abgeholt werden. Laster modifizieren, aber ich kann doch gar nichts machen, ne? Ne, meine ich doch. Ist denn meine Lieferkiste über hier, glaube ich, ne? Da. Was haben wir denn da? Montag, hau drauf, Lackierung. Okay. Wir haben eine neue Lackierung. Ja. Oh, wir können unser Schiff upgraden. Was können wir denn machen? Schiffsteile im Angebot. Verbesserung zur Installation. Eine verbesserte Laserkanone, die Salven auf mehrere Ziele abfeuern kann. What? Da fehlt mir so ein XFBC28 Schiffscomputer. Damit die Leier links. Eine fortschrittliche Laserkanone mit einer zusätzlichen Aufladefunktion für größeren Schaden. Das waren die Laserkanonen, ne? Eine Feuerrate. So, dann haben wir einen Schnellschuss. Ne? Da fehlt uns aber das Teil. Und jetzt haben wir hier so eine C5B Plus-Stoßkanone. Dann haben wir hier einen Werfer für Torpedos. Ein beweglicher Raketentyp, der Gegner leichten Schaden zufügt. Ein wenig wendiger Raketentyp, der in einem großen Explosionsradius enormen Schaden anrichtet. Oh ja, das kann ich gebrauchen. Ionenraketen. Nee, das brauchen wir nicht. Also bei Schiffen mit Ionen weiß ich nicht. So. Läuft. Weiß ich zu schätzen. Gute Wahl. Von der Bahnbrecher. So. Gehen wir mal kurz in der Ausrüstung. Achso, hier haben wir den Blaster, diese Modifikation, ne? Also, wir haben ja jetzt den hier installiert. Das würde dann so aussehen. Da finde ich den irgendwie immer noch irgendwie einen Ticken schöner. Tut mir leid. Achso, Ruf. Wir wollen mal gucken. Bei dem Pike ist wieder dürftig nach unten. Was läuft denn hier für ein Film? Hundenkartell ist gut? Warum kriege ich die Pikes nicht hin? Ich weiß es nicht. Ich krieg so die Motten, Alter. Ich krieg so ein... Also ohne Witz. Aber warte mal. Ich kann es ja von hier machen. Warum kriege ich die Pikes nicht hin, dass ich endlich mal da auf gut komme? So, danke. Ein Auftrag vom Hutten. Von Pike-Syndikat. Da, vom Pike-Syndikat. So, und die hat Crimson und Hutten. So, dann gehe ich auf Danke. So. Schmuggelware. Oh, ich habe mir wieder nicht gemerkt. Auftrag vom Pike. Pike ist das Symbol mit den V, nenne ich das jetzt einfach mal. So, dann wäre das das hier. Schmuggler lagern Schmuggelware in einer Betankungsstation außerhalb von Mirogana. Gesucht wird eine Person, die diese Fracht von Yauntas Hoffnung, nach Yauntas Hoffnung liefern kann. So, und das würde mein Dings so. Zielort. Ursprungsort anzeigen. Und dann da. Hm. Ist das jetzt ein Ding? Schnellreise ist eingeschränkt? Zurück. Zurück.
Und jetzt müsste ich doch eigentlich das hinkriegen, oder nicht? Halt dich fest, Nix. Okay, ich muss hier irgendwo hin. Da muss ich hin. Was? Das wird interessant. Okay. Aber das zeige ich euch in der nächsten Folge, wie es aufgeht. Ich bin mal gespannt, ob ich es hinkriege. So. In diesem Sinne. Bis dann.